Sind wir live? Jetzt ja. Wunderbar. Ich darf ganz herzlich zu unserem heutigen Gespräch begrüßen. Wir haben das aus aktuellem Anlass in unser Programm genommen. Wir widmen uns heute der Sauberkeit in der Politik, der Causa Kurz, den Chat-Protokollen und wollen die Folgen des Rücktritts des Bundeskanzlers, des jetzigen zweifachen Altkanzlers analysieren. Und zwar wollen wir die Folgen für einen Wandel in Politik und Gesellschaft analysieren. Und da danke ich sehr herzlich, dass sich ja relativ kurzfristig in den letzten Tagen drei spannende Gäste die Zeit nehmen, um das mit uns heute zu diskutieren. Ich darf gleich beginnen mit, ich gehe einfach alphabetisch vor, ich darf beginnen mit Ursula Bittner. Herzlich willkommen. Sie ist Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace. Sie ist aber heute in ihrer Funktion hier als Sprecherin der Initiative Saubere Hände, die gestern vor dem Parlament präsentiert wurde bei einer Pressekonferenz, die hat sie gemeinsam mit den Staatskünstlern präsentiert. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön, herzlichen Dank. Dann darf ich ganz herzlich willkommen heißen Christoph Haselmeier. Er ist der Gründer und Geschäftsführer des Instituts IFDD. Ich darf das noch in der Langfassung vorlesen. Das ist das Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Ganz herzlich willkommen. Schönen Abend, danke für die Einladung. Und ich darf begrüßen Buchautorin, Briefschreiberin und Kolumnistin, aktuelle Kolumne der Kaugummi-Kanzler, Daniela Klickl, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, schönen Abend, danke. Ja, und mit unseren Gästen, die in Österreich und Irland heute zugeschaltet sind, möchten wir uns natürlich einigen aktuellen Fragestellungen widmen. Wir haben auch besonders viele Publikumsfragen wieder bekommen. Einen Teil wird uns dann noch die Franziska einspielen und ich möchte mal ganz allgemein beginnen, weil Sie haben ja sehr unterschiedliche Zugänge. Ich gehe davon aus, der Christoph Haselmeier wird zunächst noch ein bisschen die Reputation der Meinungsforschung in Österreich richtigstellen wollen. Aus Ihrer Sicht und vor Ihrem Hintergrund, welchen Schaden hat denn die Demokratie in Österreich in den vergangenen Tagen erlitten? Beziehungsweise dann, um das auch ein bisschen ja, optimistisch zu verbinden, ist die liberale Demokratie in Österreich stark genug, um diese Erschütterungen auszuhalten? Bitte Sie da um Ihre Einschätzungen eingangs. Frau Bittner, wollen Sie gleich beginnen? Ja, gerne. Also unsere Initiative ist ja gestern, wie Sie es gesagt haben, sozusagen veröffentlicht worden. Also wir sind ganz frisch jetzt da und danke auch für die Einladung, dass ich auch das hier auch vorstellen darf. Wir haben im Sommer begonnen zu reden, die das jetzt initiiert haben, gemeinsam, weil wir wütend sind und weil irgendwie das Fass da zum Überlaufen gekommen ist, was wir gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten und vor allem dann natürlich mit der Hausdurchsuchung am 6. Oktober war das dann so der Gipfel, das i-Tüpfelchen, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten eigentlich was machen und wir möchten auch dieser Verdrossenheit entgegenwirken, zu sagen, ja, so war es immer, so sind wir halt und da kann man halt nichts machen. Und deswegen gibt es jetzt auch die Initiative zu sagen, nein, wir können sehr wohl was machen, wir können sehr wohl aktiv werden. Es gibt die Menschen, die integer arbeiten, es gibt Menschen, die auch in Machtpositionen, die sauber arbeiten und die auch ein Bewusstsein und ein Verantwortungsbewusstsein haben für die Rolle, die sie einnehmen. Und das muss man natürlich vor den Vorhang kehren, das muss man stärken. Und das, was nicht integer ist und das, was Bestechung und Betrug ist, das gehört aufgedeckt und das gehört auch aus unserem Land verbannt. Deswegen arbeiten wir da auch sehr eng mit dem Antikorruptionsvolksbegehren zusammen, die 72 Vorschläge auf den Tisch gelegt haben und sozusagen den Bogen jetzt auch zu ihrer Frage zu spannen. Man sieht das, was sich jetzt tut, dass Demokratie doch funktioniert und dass es eine Zivilgesellschaft gibt, dass es Expertinnen und Experten gibt, Juristinnen und Juristen, die sagen, hey, so nicht. Es gibt Medien auch, die sehr aktiv dagegen vorgehen. Also ich denke mir, ich habe es auch gestern noch gesagt bei der Veröffentlichung, die Hoffnung soll man nicht aufgeben und es ist super, wenn sich ganz viele gemeinsam jetzt auch zusammentun und was tun. Ja, vielen Dank.
Herr Haselmeier, aus Ihrer Sicht? Ja, ich meine, ich glaube, die Republik wurde durchaus ein wenig erschüttert, aber ich glaube, als gelernte Österreicherinnen und Österreicher halten wir das schon aus. Ja? Nichtsdestotrotz müssen diese Anschuldigungen ganz klar von einer unabhängigen Justiz aufgeklärt werden, sei es das Zusammenspiel der Politik gemeinsam mit den Medien bis hin zur Meinungsforschung. Ja, da denke ich schon, dass man das in einer liberalen, demokratischen Welt, in der wir leben in Österreich, schon noch aushalten. Zum Beispiel auch bei uns wurden natürlich die Meinungsforschung wurde natürlich selbstverständlich auch getroffen, ja, aber wie gesagt, schwarze Schafe, ja, das gab es und gibt es leider in den verschiedensten Branchen. Sei es egal, nennen wir Pfusch am Bau, immer einen schlechten Baumeister. Ja. Es gibt aber genauso auch gute Baumeister. Ich finde es halt noch immer relativ spannend, ja, dass, wie sage ich es am besten, ich glaube, spätestens seit Hochegger oder seit Maischberger sollte man halt zumindest einmal wissen, es gilt mir selbstverständlich die Unschuldsvermutung, dass so Scheinrechnungen nicht unbedingt die beste Idee sind in dieser Republik und auch viele andere Punkte nicht. Also ich denke, die Politik ist wieder mal gefordert, ja, hier. Und es werden ganz, ganz spannende Wochen, nämlich es kann natürlich tagtäglich wieder etwas Neues aufpoppen. Auf der einen Seite darf es aber auch, und ich habe hier sicher auch die unabhängige Position, die ich hier auch einnehme, darf es ja keine Vorverurteilung geben. Ja. Also die beschuldigten 9 Personen müssen sich ja dann auch vor Gericht, wie es jetzt ausschaut, dann auch verantworten. Und ich glaube, hier gilt, wie gesagt, zwar die Unschuldsvermutung, aber es ist halt wieder mal bezeichnet in der Republik, wenn hier diese Chats auch auftauchen, diese 104 Seiten. Ich glaube, da kann ja jede Österreicherin, jeder Österreicher sich ja selbst ein Bild machen, was hier aufgebaut worden ist in Wirklichkeit. Also das kann man auch nicht, das kann man nicht wegreden. Ja. Spannend wird es jetzt nur halt sein, wie geht es weiter, wie geht es mit dem grünen Koalitionspartner weiter, und ich warne auch, also wie gesagt, der Zeigefinger nach oben, ja, in den letzten 14 Tagen, glaube ich, da gibt es ein neues Umschulungsprogramm, ja, in Österreich, ja, weil so viele Böcke wie plötzlich zum Gärtner umgeschult haben in den letzten 14 Tagen, wenn man Hintergrundinformationen hat, das habe ich auch noch nicht erlebt, ja, aber wie gesagt, die Opposition ist hier sicher ein Vorteil. Jeder Tag, wo Sebastian Kurz quasi Clubobmann ist für die ÖVP, müsste eigentlich der Sozialdemokratie, den Freiheitlichen und den Neos im Parlament nutzen. Man darf es halt nur nicht jetzt überspitzen, weil dann kann relativ leicht eine Pendeluhr wieder in die andere Richtung auch ausschlagen. Herzlichen Dank. Ja, Daniela, darf ich dich auch um deine Einschätzungen zu Beginn bitten? Also auf der einen Seite ist es natürlich eine Erschütterung, wie es auch bei Ibiza war. Ja, also es ist sicherlich ein tiefer Einschnitt. Ich fürchte aber, wenn wir es ganz realistisch sehen, da kann es 100-mal ein Antikorruptionsvolksbegehren oder jetzt eben diese neue Aktion geben. Ich fürchte, dass es ja in Wahrheit viel, viel tiefer in den Österreichern auch selbst verankert ist, ja, weil halt Freundalwirtschaft oder wie die Anneliese Rohrer, glaube ich, hat das gestern so formuliert, es ist ein relativ kleines Land, in Wahrheit kennt jeder fast jeden, jeder war mit irgendwem mal in der Schule oder kennt ihn von der Uni oder von der Tanzschule und natürlich, das hat sich institutionalisiert. Ich fürchte, dass man da jetzt nicht wirklich etwas Massives, Transparenz ist total super, ja, das wünschen wir uns alle, hat aber, glaube ich, in Wahrheit, ja, für den durchschnittlichen Bürger überhaupt keine Relevanz, weil wer interessiert sich dafür? Wer würde sich denn durchlesen, na, welche Medien haben jetzt genau welche Annonce bekommen, nur weil das transparent ist, lese man das noch lange nicht durch oder interessiere mich dafür. Ja. Also ich glaube, solange man das machen kann, ohne wirklich mit schlimmen Konsequenzen bedroht zu sein, wird sich das auch nicht so leicht aufhören. Dazu ist es, glaube ich, auch in Österreich, auch unter den normalen Menschen, unter Anführungszeichen, ja, viel, viel zu sehr irgendwie etabliert. Das ist meine
Befürchtung, so für die allgemeine Situation. Gut, die Frau Bittner. Ich gebe der Ursula Bittner den Vortritt, ladies first. Bitte. Ja, ganz, ganz kurz vorher die Hand. Nein, ich würde da ganz kurz nur drauf replizieren, weil also ich bin total derselben Meinung, dass Sanktionen und dementsprechende Sanktionen auch extrem wichtig sind, weil wenn man dann sich auch bei der Überschreitung der Wahlkosten, der Wahlkampf ja. zum Beispiel, dann einfach dann das bezahlt wird mit eigentlich lächerlichen Beiträgen im Vergleich zu dem, was überzogen worden ist und das ja indirekt auch wieder unser Steuergeld ist, mit dem diese Strafe bezahlt, führt sich das System ad absurdum. Also man braucht schon auch Mandatsverlust, Funktionsverluste oder einfach stärkere Sanktionen, die angemessen sind, was eben auch im Antikorruptionsvolksplan drinnen steht, um dem vorzubeugen. Also da bin ich total derselben Meinung. Die anderen beiden Dinge sehe ich ein bisschen anders, weil ja, kann natürlich sein, dass das gewisse Freundelwirtschaft, nennen wir es mal so, in uns irgendwo verankert ist. Dieses, da kenne ich wen, der könnte doch. Eine andere Dimension, ob das jetzt ich mache mit weiß ich nicht wem mehr oder ob das ein Spitzenpolitiker macht, also Bundeskanzler, Minister, Abgeordnete, die schon eine andere Vorbildwirkung auch haben und das sickert auch dann runter in die Bevölkerung. Also ich glaube schon, dass man auch in der Spitzenpolitik die noch größere Verantwortungen hat. Ich meine, jeder unbedingt, das wollte ich auch nicht, das wollte ich ja. auch in keinster Weise jetzt relativieren oder sowas. Mir geht es eher um die Reaktion, die ich in den Leuten vermute, was man ja auch sehr, sehr schön sieht, wenn jetzt zum Beispiel der Herr Görg im Zentrum sagt, na ja, er ist halt ein junger Bauer gewesen und hat halt ein bisschen über die Stränge geschlagen, ja, das hat er wortwörtlich gesagt, dann glaube ich, dass das bei vielen sehr gut ankommt, die sich dann denken, ja, der hat der Görg schon recht, er war halt ein junger Bauer. Ja, also mir ist es jetzt eher darum gegangen, in keinster Weise um Relativierung oder das selbstverständlich haben die mehr Verantwortung. Und diese Unschuldsvermutung, mit der da immer argumentiert wird, die gilt ganz sicherlich für die einzelne Person, aber nicht für das Amt. Und dieses Amt wird beschädigt, wenn solche Leute dort sitzen. Muss man ganz machen. Ja, und es hat ja auch eine gewisse Vorbildwirkung dann. Natürlich. Wenn man dann den Bundeskanzler oder irgendwelche Minister hat, die es dementsprechend. Genau. Eine Sache noch, bevor das Wort weitergegeben wird, was die Transparenz betrifft, wollte ich auch noch kurz etwas dazu sagen, weil ja, natürlich werde ich mich jetzt nicht hinsetzen als Otto-Normalverbraucher und mir seitenweise anschauen, wo ging was hin, aber die Transparenz schafft halt schon noch die Möglichkeit für andere Medien oder auch für die Zivilgesellschaft, also verschiedenste Organisationen arbeiten ja auch in solchen Bereichen, das dann auch publik zu machen und auch damit auch zu arbeiten, wenn dann ebenso wie wir es jetzt haben teilweise, dass man das dann auch dementsprechend an die Bevölkerung kommuniziert. Und das ist mit Intransparenz halt einfach gar nicht möglich. Also ich komme ja gar nicht an die Informationen. Das ist richtig. Schon, dass Transparenz sehr, sehr viel hilft, auch wenn es nicht der weiteste Schluss ist. Ja. Ich sage, also wie gesagt, wir kennen das ja alle aus unserem Umfeld. Ich möchte es jetzt nicht schönreden, was da passiert ist. Nämlich die Frage, brauchen Sie ein Rechen? Ja, und da soll sich einmal jeder bei der Nase nehmen in Österreich. Wie oft haben wir diese Frage schon bekommen? Also bin da schon eher bei der Daniela Kickl. Und auch verneint nämlich dann ganz genau. Ja. Ja, das müssen wir auch dazu sagen. Ja. Genau. Also, dass das hier ein Bild ist. Und zum Beispiel zu Ibiza. Ja, da zeigen ganz klar, die Daten zum Beispiel, Ibiza war quasi mit der EU-Parlamentswahl bereits abgefrühstückt in den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher, obwohl die Medien das ja über Monate ja auch wirklich gezogen haben, weil halt viele gesagt haben und speziell auch Männer, ja, die gesagt haben, ja, das war halt eine besoffene Geschichte, da wollte er halt die Russin beeindrucken und hat dann Schaß geredet, ich spreche jetzt so salopp, ja, wie halt dort am Stammtisch gesprochen worden ist, so quasi, regt sich doch alle nicht auf. Was dann aber zum Beispiel dann nicht gegangen ist, ja, war zum Beispiel ein Mietzuschuss, ja, beim Vizekanzler Strache damals oder auch das Handtascherl, auch hier gilt die Unschuldsvermutung, weil sie aufgezeichnet wird für seine Frau. Weil unter einer Handtasche können sich die Leute etwas vorstellen, das ist greifbar. Ein Mietzuschuss, da haben sie auch gehört, ja, der soll so und so viel 1.000 Euro Mietzuschuss bekommen haben. Die wissen zwar nicht, was ein Kanzler oder ein Vizekanzler verdient, sie wissen nur eins, das ist zumindest mehr, als sie verdienen.
Und dann haben sie gesagt, ja, das geht da nicht mehr. Und ähnlich ist es auch hier. Es ist wurscht mit in den Köpfen der Leute, mit Medien, mit Politik, weil die gesagt haben, ja, die Sozialisten oder Sozialdemokraten haben das in die 70er und in die 80er ja genauso gleich gemacht. Ja, nur damals gab es keine Aufzeichnungen und die ÖVP genauso und die Freiheitlichen. Der Jörg Haider hat sich als weißer Ritter präsentiert. Am Ende des Tages wissen wir, dass auch hier genau dasselbe passiert ist. Das heißt, so denken eigentlich viele, viele Menschen, was aber dann durchaus reingeht, ja, sind dann zum Beispiel Dinge wie die 1,2 Milliarden, die Kinderbetreuung, ja, für den ganzen Tag, speziell im urbanen Bereich, weil viele hier beide zum Beispiel berufstätig sind. Darunter können sich die Leute was vorstellen. Je komplexer das Thema wird, desto mehr ist ihnen wurscht, desto mehr hörst du, ja, sind eh alle gleich, man kann eh niemanden mehr wählen. Eines ist aber auch sichtbar, dass speziell auch das Vertrauen in die Politik, das war schon die letzten Monate nicht mehr das Beste. Und immer mehr Leute haben im politischen Wartesaal Platz genommen, ja, weil sie gesagt haben, ich weiß derzeit gar nicht, wen ich wählen soll. Das Vertrauen ist komplett erschüttert. Also solche Werte, wie wir derzeit messen, ja, haben wir eigentlich noch nie gemessen und bin doch jetzt schon noch länger in der Branche. Also das ist schon auch beeindruckend. Da bekommen aber alle, das ist das Spannende, das fällt ab. Ja. Also da sagt man nicht nur, das ist diese korrupte österreichische Volkspartei, sondern da werden alle fünf Parlamentsparteien, teilweise auch zu Unrecht, ja, in einen Topf geworfen von den Menschen. Das ist spannend. Für mich auch noch eines bezüglich auch den Grünen. Ja, bin ja auch speziell bei Puls 4 und auch bei der Kronenzeitung und auf Krone.at und Krone.tv sehr hart mit ihnen ins Gericht gegangen. Ja, wenn ich es positiv formuliere, kann ich sagen, naja gut, die Grünen haben über 35 Jahre gebraucht, dass sie überhaupt in eine Regierung kommen. Es gibt die ökosoziale Steuerreform. Da geht es wirklich um ganz große Dinge, die man hier anpacken muss. Wenn sie das gesprengt hätten, dann wäre wohl alles vom Tisch gewischt worden. Man hätte nichts vorzuweisen gehabt, nämlich A, Richtung eigenes Wählerklientel, aber B, vor allem auch inhaltlicher Natur, wo das diese Dinge, die Herzensangelegenheiten dieser Partei auch sind. Ja. Wenn ich das positiv formuliere, wenn ich es negativ formuliere, würde ich sagen, die Grünen brauchen nie mehr Transparenz und Kontrolle auf ein Plakat schreiben, maximal den Klimaschutz. Ja, den Anspann auch nicht, bitte. Ja, weil Werner Kogler hat sich abgebeutelt wie ein nasser Hund. Gut, ich würde gerne, bevor wir dann noch auch auf die Folgerungen kommen, nämlich wie kann man das Vertrauen vielleicht wieder zurückgewinnen, was braucht es denn doch für einen Wandel in der Demokratie? Ich würde jetzt, die Unschuldsvermutung ist jetzt schon oft zitiert worden, ich möchte jetzt gar nicht unbedingt darauf eingehen, welche inkriminierten Handlungen da Sebastian Kurz angestoßen haben soll, weil das ist eine Entscheidung, die unabhängige Gerichte treffen. Über das möchte ich nicht diskutieren, aber ich möchte natürlich über zwei Dinge sprechen. Einerseits, weil das kam auch sehr oft von den Publikumsfragen, die Rolle, die Sebastian Kurz in Zukunft einnehmen wird, trotz dieser ganzen Krause, und natürlich auch die Folgerungen für die Regierungszusammenarbeit, sprich, wird es auch trotz aufrechter Regierungszusammenarbeit Transparenzregeln geben. Daniela Kiekel hat jetzt schon den Bernhard Görg zitiert. Ich würde das gerne aufmachen anhand von zwei Einschätzungen. Die eine war nämlich von Andreas Kohl, der die Wallenstein-Trilogie zitiert hat, Schiller, indem er dann gesagt hat, schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, das schwer sich handhabt wie das Messer schneide. Aus ihrem heißen Kopf nimmt sie keck der Dinge Maß, die nur sich selbst richten. Hat Friedrich Schiller geschrieben und repliziert hat darauf Matthias Strolz im Zentrum, indem er dann gemeint hat, es würde doch eher eine Erkenntnis von Abraham Lincoln gelten. Man kann das Volk eine Zeit lang täuschen, man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen. Welcher Einschätzung neigen Sie eher zu? Wird es eher nach diesem Schritt zur Seite Comeback-Versuche geben, von der Rolle des Clubobmanns doch wieder als Bundeskanzler zurückzukehren, oder wird es diese Comeback-Möglichkeit auch mit etwaigen Neuwahlen nicht geben? Wie würden Sie das bewerten?
Herr Haselmeier, möchten Sie beginnen? Haben Sie vielleicht schon Zahlen? Ja, okay, dazu? Ich habe nur gewartet, wer beginnen darf. Ja. Ich wollte, nein, wir sind da nicht so streng. Mich nicht vordrängen. Sind, nein, nein, ah, wir sind da also, nicht so streng. Schauen wir uns objektiv rein in die ÖVP. Die ÖVP hat natürlich einen Prozess durchgemacht in den letzten Jahren. Es war doch bitte üblich in der österreichischen Volkspartei, da gab es einen Sport, das hieß Obmannschieß. Ja, das war so der Klassiker, da gab es dann die starken Bünde, sei es der ÖRB, sei es der Bauernbund, der Wirtschaftsbund und so weiter. Und de facto hat man sich halt intern immer halt das Hacksal gestellt und auch sich nicht unbedingt gerne geschätzt. Und wie gesagt, das Obmannschießen war eigentlich auf der Tagesordnung, speziell auf Bundesebene, aber auch in manchen Bundesländern. Manche extrem stabil, manche aber nicht bei der ÖVP. Sebastian Kurz hat das durchaus aufgebrochen mit versucht auch die ÖVP jugendlicher, neuer, dieser neue Stil, dieses Transparente zu positionieren. Ja. Hat dann natürlich, und das ist, glaube ich, das Problem, was die ÖVP hat, speziell die ganzen Vertrauten aus den verschiedensten Vereinen und Organisationen und aus der jungen ÖVP an die Schalthebel gesetzt über die Jahre. Ja. Das heißt, die sitzen ja in der Bundespartei, die sitzen ja quer durch die Ministerien, sind ja teilweise Generalsekretäre, ja. Die sind parlamentarische Mitarbeiter, die sind Kabinettsmitarbeiter. Also diese Problematik hat natürlich jetzt die ÖVP, weil sie einfach aufgrund der Persönlichkeit von Sebastian Kurz hier immer alles auf ihm zugespitzt haben. So, jetzt bemerke ich in der ÖVP quasi drei Stoßrichtungen. Die einen, die quasi die Treue auf Sebastian Kurz geschworen haben und sagen, es ist alles erstunken und erlogen, dass einen erfolgreichen Kanzler will die Vereinte Linke wegputschen. Die anderen, die sagen, naja, jetzt warten wir mal ab, wie das ganze Spiel ausgeht. Ja. Und die Dritten, die langsam aber doch, das ist eher mehr so die quasi die alte schwarze ÖVP, die langsam aber doch im Hintergrund arbeitet und sagt, das alles ist unerträglich, das geht so nicht weiter. Ja. Siehe Franz Fischler, siehe aber genauso auch den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas und auch andere. Ja. Die sind aber derzeit noch in der Minderheit. Die ÖVP wird definitiv versuchen, und ich glaube, das ist auch der Plan, Umfeld von Kurz mit Kurz weiterzumachen. Ja. Das geht meines Erachtens so lange gut, solange es nicht weitere Chats gibt, die dann auftauchen. Ja. Wer glaubt, dass Sebastian Kurz jetzt sich in einer Konfrontation mit Kickl, mit Randy Wagner oder mit anderen sich begeben wird ins Parlament, ich glaube, der täuscht. Dafür haben es den August Böginger, der das geschäftsführend macht. Ja. Sondern der Sebastian Kurz wird ab jetzt Wahlkampf machen, indem er quer durch die Bundesländer reist, die Landesgruppen wieder versucht, Vertrauen aufzubauen, bei den Ortsgruppen wieder versucht, Vertrauen aufzubauen. Und dementsprechend glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass man dennoch versucht, wieder mit Kurz in eine Konfrontation zu gehen und zu sagen, so quasi mit mir stabiler Faktor in Österreich, wobei das war es ja in Wirklichkeit die letzten Jahre auch nicht, ja? Weil er ja jetzt ja verantwortlich ist für den ersten Koalitionsbruch mit der SPÖ, dann mit den Blauen indirekt, jetzt mit den Grünen wäre es fast gescheitert. Ja. Aber ich denke, man wird dennoch mit Sebastian Kurz, auf Sebastian Kurz vertrauen, 100% im Club scheinen hinter ihm zu stehen, so zumindest in der Öffentlichkeit, hinter vorgehaltener Hand, gibt es die eine oder die andere kritische Stimme, so nach dem Motto, wir waren doch immer schwarz. Man wird versuchen, hier in eine mögliche Neuwahl mit Kurz zu kommen. Hängt aber, das funktioniert nur dann. Und ich glaube, das kann auch gut gehen, dass er auch theoretisch wieder als Nummer 1 durchs Ziel kommt. Ja. Das funktioniert nur dann, wenn es nicht noch weitere, vor allem strafrechtlich relevante Geschichten gibt. Weil ob ich jetzt gesagt habe über jemanden, das ist ein Arsch oder nicht, ja, das ist den Leuten auch wieder wurscht. Ja. Aber wie gesagt, diese strafrechtlichen Geschichten, diese 1,2 Milliarden, das sind dann Dinge, die dann nicht mehr dann gehen, weil das dann die Bergbäuerin in Vorarlberg gleich wieder Straßenarbeiter in Burgenland versteht. Vielen Dank. Frau Bittner, Frau Kickl, was möchten Sie ergänzen?
Ja, also ich fand das jetzt sehr interessant, nämlich eben aus ein bisschen quasi ÖVP-Sicht, die kenne ich ja nicht. Ich persönlich, ich habe mir halt Gedanken gemacht, ich glaube, dass die Leute auf das alles reagieren. Und da habe ich mir gedacht, der Österreicher an sich, der hat ja, er mag gewisse Dinge und manche Dinge mag er nicht. Ja? Also zum Beispiel ist eines, wie kann man sich in Österreich, glaube ich, sehr, sehr, sehr unbeliebt machen, indem man total erfolgreich ist. Ich erinnere jetzt zum Beispiel als der Peter Handke, ja, als man ihm den Literaturnobelpreis gegeben hat, na, das war noch nicht einmal richtig publiziert, so, schon sind es dahergekommen, aber der hat damals das geschrieben und seine Frau soll er einmal verprügelt haben und so. Also er war unten durch. Ja, da könnte man mehrere Beispiele nennen. Das ist sicherlich ja, ein Aspekt. Ja. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, der Österreicher, glaube ich, rennt auch, vielleicht auch nicht nur der Österreicher, ja, ich will das jetzt gar nicht nur auf Österreich beziehen, aber einen gewissen Hang zu Führerpersönlichkeiten ist doch da. Vor allem, wenn sie dann jung sind, jung vermittelt neu, ja, auch wenn völlig negiert wird, dass ein junger Mensch einfach aufgrund seiner Lebenszeit nicht die Erfahrung und das Wissen mitbringen kann, was ein Älterer eben hat. Ja, also das will ich jetzt gar nicht auf dem Sebastian Kurz, das sieht man auch zum Beispiel an der Greta Thunberg, ja, die wird ja auch gerne sehr idealisiert, ja, obwohl sie ja eigentlich jetzt gar nichts in dem Sinn inhaltlich zum Beispiel wahnsinnig viel zu transportieren haben. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, der Basti, bin ich mir sicher, bringt jetzt in vielen auch so Mitleid hervor, ja, das arme Hascherl und so, ja, man kann den doch innewohnenden Altruismus auch irgendwie ausleben, indem man den gefallenen Helden gerade jetzt unterstützt. Weil jetzt, wenn ich ihm jetzt helfe und sei es nur, dass ich mich ihm irgendwie derweil noch mental verbunden fühle, dem armen Gefallenen, so kann ich ihm vielleicht irgendwie wieder hinaufhelfen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Basti sich sehr wohl im Hintergrund eben auch vorbereitet, um in irgendeiner Art und Weise zu reüssieren und dass das sehr wohl bei den Leuten gut ankommt, weil ein gefallener Held, der es wieder schafft, auf die Beine zu kommen und noch dazu ja von den gorschigen anderen, die mir nur den Erfolg neidig waren, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert, leider, würde ich sagen. Frau Bittner? Ja, ist natürlich jetzt schwierig einzuschätzen, was macht die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidat oder mit dem Clubobmann, wie gehen sie weiter vor? Ich glaube, bei dem allen, was mich teilweise oder was uns auch ein bisschen aufstoßt, ist, dass halt sehr oft von diesen rechtlichen Entscheidungen gesprochen wird. Ist jemand verurteilt oder nicht verurteilt? Es kann nicht sein, dass die Grenze das Gesetz ist, sondern die Grenze muss eigentlich schon eine ganz andere sein. Und diese moralische Grenze ist massiv überschritten worden, was wir in den Chats und sonst wo gelesen haben. Und ich stimme darüber ein. Natürlich sind sehr viele Sachen extrem abstrakt. Also man kommt vielleicht manchmal auch gar nicht mit. Und es ist vielleicht auch gar nicht immer unsere Aufgabe, alles im Detail nachvollziehen können, zu können. Wenn man eh tausend andere Dinge macht in seinem Alltag. Deshalb ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass man auch leicht verständlich auch kommuniziert oder greifbar macht, was das eigentlich bedeutet, was da passiert ist und was dieser Betrug oder diese Bestechungen, diese Mauscheleien, diese Postenschacher gemacht haben und was es potenziell auch noch machen kann. Und es obliegt der ÖVP zu entscheiden, wer der Spitzenkandidat sein wird. Ja, ich denke mir, die Grenze ist überschritten. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, warum man es in allen möglichen Rahmenbedingungen, die man setzen könnte, nicht in die Gänge kommt. Also das ist auch die große Kritik, die wir haben und das ist auch die Forderung, die wir haben, dass es in so vielen Bereichen, allein was wir jetzt auf und runter diskutieren, Medien, Förderung versus Inserate,
dass sich das so wenig tut parallel und dass selbst jetzt, nachdem das alles passiert, könnte man ja jetzt in der Regierung hergehen und sagen, so und jetzt, Punkt, 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 machen wir das und setzen wir das um. Allen voran noch die ÖVP, damit sie halt auch selber zeigen, okay, sie sind willig, da jetzt viel zu verändern. Und das müsste ja auf alle Fälle und unbedingt vor einer nächsten Wahl passieren, weil sonst haben wir, wann immer die dann sein wird, und das kann natürlich auch bald sein. Aber glauben wir denn, dass die in Wahrheit ein Interesse daran haben? Das ist ja, ja. Das Problem. Darf ich noch kurz einmal sagen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Die Frau Bittner hat vollkommen recht, auch mit diesem Ansatz der Moral. Ja? Die ÖVP, aber auch die anderen Parteien, ja, nenne jetzt keine Namen, wissen ernst, dass es einer breiten Bevölkerung, das, was die Frau Bittner so sieht und auch ich persönlich so sehe, einfach wurscht ist. Und damit habe ich einen halben Freitag. So, dass man ja, vielleicht genau. Die Ihnen wurscht ist. Noch fertig machen. Na, ich weiß nicht, ob es Ihnen wurscht ist, dass ich da repliziere. Ich glaube halt, es ist vielleicht eben, wie Sie das vorher auch als Beispiel gezeigt haben, wie das dann damals war nach Ibiza und mit dieser Handtasche und dem Wohnkostenzuschutz. Das sind halt Dinge, die sind sehr greifbar. Das ist dann, da weiß man dann sofort, hey, da ist Geld unfair, ungerechtfertigterweise jemand geben. Aber man versucht ja auch ein bisschen das so zu erzählen gerade. Das war schon immer so, Korruption gab es immer schon, das wird auch nicht zu lösen sein. Und das ist halt das Problem, weil das ist ja, sicher gab es immer schon Korruption, aber das heißt nicht, dass es deswegen nicht zu bekämpfen ist. Ich fand das sehr gut, eine sehr interessante Wortwahl, eine sehr gute Wortwahl von der Irma Gries in der ZIP, wie sie war, es gibt kein Gewohnheitsunrecht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir diese Möglichkeit, Dinge aufzuklären. Und die müssen aufgeklärt werden, die selber klären sie ja nicht auf. Aber dann braucht es halt rundherum, eben was wir vorher schon besprochen haben, entsprechende Sanktionen bei der Mediengeschichte, Änderungen, eine unabhängige Justiz, dieser Anstand in der Politik, die Wahlkampfgrenze. Also es gibt ja 1000 Vorschläge und Informationsfreiheitsgesetz. Ich meine, wie lange redet man in Österreich schon über ein Informationsfreiheitsgesetz? Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Das sind so Diskussionen, die wir halt schon ewig lang führen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zu sagen, machen wir es. Ja. Und da fehlt es halt total. Und das ist mir dann auch egal, ist das ein Kurz oder ist das jemand anderer? Weil das wird es nicht ändern. Wenn der Sebastian Kurz nicht mehr Parteiobmann ist, nicht mehr Abgeordneter ist, jetzt auch nicht mehr Bundeskanzler ist, das kann vielleicht, ja, wenn vor allem wenn er angeklagt wird, aber es ändert ja nichts daran, ob wir dann dementsprechende Rahmenbedingungen haben, Gesetzgebungen haben oder nicht, ob er da ist oder nicht. Also die Forderung steht einfach im Raum, da muss sich jetzt wirklich was ändern und ziemlich zügig. Und auf das möchte ich auch eingehen, auf dieses Momentum. Und zwar glaube ich, man kann durchaus sagen, ich betone jetzt wieder die Unschuldsvermutung, aber ich sage das jetzt sehr allgemein, es haben doch sehr viele dieses Spiel von Machterhalt und karriereoptimierten Verhalten mitgespielt. Wie kommen wir jetzt dann dahin, dass vielleicht nach fairen Regeln das politische Miteinander organisiert werden oder gespielt werden kann? Es ist jetzt vorhin schon die Wahlkampfkostengrenze angesprochen worden. Wie kann man dann sicherstellen, dass diejenige Person, Partei, was auch immer, die Wahl gewinnt, die dann doch die besseren Konzepte für Österreich hat und nicht die eben die Wahlkampfkosten in einer Weise überzieht, dass es in Österreich immer noch manche Sanktionen attraktiv ist. Aus Ihrer Sicht, wie könnten wir ja, hier für Chancengerechtigkeit zwischen den einzelnen politischen Parteien und Personen sorgen und beziehungsweise welche Sanktionen bräuchte es auch, wenn diese neuen Regelungen, die Frau Bittner jetzt ein bisschen angedeutet hat schon, wenn sie auch gebrochen werden? Ich stelle die These in den Raum, dass es ihnen ja wurscht ist. Ja? Also gehe hier bewusst hin und sage, dass nicht nur der ÖVP, sondern auch anderen Parteien, dass es ihnen vollkommen egal ist. Man wird jetzt irgendwelche, sage ich auf gut kärntnerisch, Wischiwaschi, irgendwas wird man schon machen. Ja? Damit beruhigt man dann gewisse Medien, ja? Weitere Aktivistinnen und Aktivisten, die aber mehr fordern, zu Recht auch mehr fordern, das wischt man. Wird man vom Tisch wischen, wenn man sagt, ja gut, das ist halt eine laute Minderheit. Ja. Und ich denke, es könnte nur funktionieren, die Maßnahme, wenn es überhaupt funktioniert, da bin ich äußerst kritisch, ja, weil ich halt doch gelernter Österreicher bin, wenn es Richtung Mandats,
Verlust ging, wenn es wirklich um strafrechtliche Dinge gehen würde. Also nicht nur Geldstrafen, das ist doch jedem wurscht. Ja? Wenn ich wirklich mein Mandat verlieren würde, ja? So, wenn ich wirklich meine Funktion als Regierungsmitglied verlieren würde, das wäre ein gewisser Schritt. Aber dafür bräuchte es Mehrheiten, die wird es nicht geben. Also ich sehe das hundertprozentig genauso. Ja. Also in Wahrheit wird es niemanden interessieren. Man wird vielleicht dieses eine oder andere Rädchen, die Karotte vor die Nase des österreichischen Esels halten, ja, und sagt, ah, schaut, wir haben eh was gemacht. Ne? Und das war es, ja, weil wir haben ja das Problem, dass diejenigen, die ja im Endeffekt dann davon betroffen sind, genau diese Sanktionen erlassen müssten. Und das ist die Krux an der Sache und das werden sie nicht tun. Und ich glaube auch, ja, also bei allem Respekt für dieses Antikorruptionsvolksbegehren und auch dieses, weiß ich nicht, wie das jetzt heißt, von der Frau saubere Bitte. Hände. Saubere Hände, Entschuldigung. Ganz wichtige Initiativen, bitte. So, ja, will ich das nicht schlecht reden. Also. Unbedingt. Ja, ja, nein, in keinster Weise. Im Gegenteil, natürlich ist es wichtig. Ich fürchte nur, dass es im Endeffekt genau wurscht ist. Ja, es ist ein kurzes Aufflackern, ein kurzes. Man kann das sicherlich eine Zeit lang thematisieren und vielleicht noch ein bisschen im Bewusstsein halten, ja. Aber genauso wie Sie gesagt haben, ja, wann nicht irgendwelche neuen Chats wieder auftauchen, wo man dann vielleicht sich auch von der Initiative dann wieder sagen kann, ja, na, da seht ihr es, ja? Dann ist es, denn in 2 Monaten redet keiner mehr davon, ja. Da ist dann Weihnachten, ja, da, wenn wir Pech haben, dann ist wieder Covid Peak, ja, dann ist Lockdown. Es interessiert niemanden und das wissen die auch genau. Das heißt, ich glaube, im Endeffekt wird genau nichts passieren. Ja, ein kleines Karotterl vielleicht, aber das wird es dann gewesen sein. Ja. Ja, ich rede das nicht schön. Ja, ich versuche nur realistisch zu sein. Ja. Mir ist schon klar, dass die Wortmeldungen nicht ihre Wünsche sind, sondern ihre Vermutungen. und dass das Ihre Einschätzung ist, wie es sein wird, und besteht die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass das auch so kommen wird, aber das ist auf jeden Fall kein Grund, dass man dann deswegen sagt, okay, dann schauen wir halt zu und hoffen halt, dass passiert. Nein, und ich glaube schon, dass, also wenn man gerade eben so Checks and Balances mehr oder weniger und auch die Zivilgesellschaft, und ich arbeite ja bei Greenpeace, ich bin ja genau in dieser Rolle auch der Zivilgesellschaft, die immer wieder darauf hinweist, wir sind in einer Klimakrise, wir sind in einer Artenkrise. Ich meine, das ist ja auch nochmal, wir haben was wahnsinnige Herausforderungen vor uns stehen, die wir zu bewältigen haben, neben einer Pandemie. Und jetzt sind wir beschäftigt und mit Korruptionsfällen rauf, runter. Ich meine, man könnte ja, also das ist ja auch etwas, wo man denkt, eigentlich haben wir andere Dinge zu tun. Und man sieht aber schon, dass wenn man eine starke Zivilgesellschaft auch hat, in den verschiedensten Ländern, die auch in einem demokratischen System arbeiten kann, dass sich schon auch Dinge verbessern. Und dass man da schon auch Politikerinnen und Politikern auf die Finger schauen kann und das auch in einer gewissen Weise lenken kann. Lenken ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine, dass man da auch diesen Druck aus der Bevölkerung erzeugen kann, dass man nicht einfach alles machen kann. Und das ist halt jetzt eben neben dem Volksbegehren, was ein sehr wichtiges Instrument ist einer Demokratie, um in den Gesetzgebungsprozess einzuwirken, war für uns jetzt der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist super, das ist wichtig, weil das sind ja lauter Juristinnen und Juristen, die sich da was angetan haben, ehrenamtlich genau 72 Forderungen auszuarbeiten, wie es aussehen könnte, damit wir zum Beispiel unabhängige und faire Wahlen das nächste Mal haben oder wie man eine beste Antikorruptionsgesetzgebung hat, wo wir weit davon entfernt sind und in vielen Bereichen Schlusslicht sind in Europa, das peinlich ist einfach, ja, wenn eben das Beispiel Amtsgeheimnis. Und wir jetzt halt eben, und ich hoffe, dass immer mehr Leute uns auch anschließen, dass das auch bei der Politik gespürt wird. Man kann eben nicht einfach machen, was man will. Und man kann nicht einfach tun und walten. Und dass man dann genauer hinschaut und dass man dann mit Experten gemeinsam arbeitet, dass man auch teilweise mit den Politikern gemeinsam spricht und sagt, hey, wie sind die Prozesse? Wie kann man was machen? Also dieses wird sich sowieso nichts ändern und nur ein bisschen ist eine Möglichkeit, ja. Also ich sage nicht, ich bin ja jetzt nicht irgendwie naiv und denke mir, wir werden jetzt die Welt in einem Monat umschmeißen. Aber es ist total wichtig, dass wir aktiv sind und dass wir die Leute auch motivieren, was zu tun. Ich meine, das ist unsere Demokratie, das ist unser Steuergeld. Wir hackeln jeden Tag für das rein. Also
ich finde schon, da kann man schon aufstehen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger, wir haben mehr als ein Wahlrecht. Wir sind ja, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, immer dieses mit der Zivilgesellschaft. Ich kenne diesen Begriff. Ich würde aber diese sogenannte Zivilgesellschaft nicht mit der tatsächlichen Gesellschaft verwechseln. Ja? Dass die durchaus wichtig ist, brauchen wir nicht reden, und dass da unter Umständen auch viel weitergeht. Gerade wenn ich mich erinnere, was Greenpeace früher gemacht hat, ja, an wirklich tollen Aktionen, ja, hatte ich auch ein bisschen erübrigt, leider aus meiner Sicht, aber das wollen wir jetzt nicht Dings. Mir fällt da ein Beispiel aus Irland dazu ein. Ja. Da nehme ich in dem Sinn keine Zivilgesellschaft, so wie es in Österreich immer betont wird, wahr, aber ich nehme eine starke tatsächliche Gesellschaft wahr. Und zwar, wenn es darum geht, Irland war ja eines der wenigen Länder, in denen die Abtreibung nicht erlaubt war. Ja. Und da war es tatsächlich so, da haben die Leute dann gesagt, nein, das lassen wir uns nicht mehr bieten. Und da sind Auslandsiren, ich weiß nicht, von überall aus der Welt zum Voting geflogen, weil es tatsächlich, es war eine Art Volksabstimmung, und die haben das gemacht. Und als es zum Beispiel darum ging, dass das Wasser hier privatisiert wird, ja, da hat es Bürgerinitiativen, also bei uns rundherum, da sind die Leute, die Nachbarn, sind gestanden und haben die Autos von der Wassergesellschaft blockiert, dass die keine Wasserzähler in den Häusern einbauen können. Das war jeder einzelne Bürger faktisch, ja. Das ist die Gesellschaft an sich, ja, die Zivilgesellschaft, was man da alles versteht unter den ganzen NGOs. Ich glaube, die schwimmen auch manchmal ein bisschen in ihrer eigenen Suppe und glauben, etwas erreichen zu können, was sie ohne die tatsächliche Gesellschaft aber nicht hinbekommen. Und ich habe oft den Eindruck, dass man da irgendwie nicht richtig die breitere Basis findet, ja, weil man eben als Zivilgesellschaft, ja, wir sind diese Organisation und diese, und wir machen das schon und wir lenken die Politiker eh irgendwie, ja. Meine Ansicht ist, dass das Wichtigste ist, auf so viele wie möglich zuzugehen aus der normalen Bevölkerung. Das ist der Grund, warum ich jetzt meine politischen Ansichten versuche immer so zu schreiben, dass sie erstens jeder versteht und zweitens noch dabei lachen kann. Deswegen habe ich diese Briefe, die ich angefangen habe zu schreiben, genauso geschrieben, weil das eine Art und Weise ist, wie ich wahrscheinlich viele erreichen kann. Man hat Vergnügen dabei und dennoch bewirkt das vielleicht irgendwas. Ich bin allein, ich werde nicht viel bewirken. Ja, aber ich mache es trotzdem, ist keine Frage. Es ist auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft das macht. Ja? Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Zivilgesellschaft und tatsächliche Gesellschaft. Und da, glaube ich, sind die Erwartungshaltungen oder beziehungsweise das, was tatsächlich ist, oft ein bisschen unterschiedlich, fürchte ich. Ja? Aber das ist ja eigentlich jetzt... Die Initiative, die wir da jetzt gestartet haben, ist ja im Endeffekt die Idee dahinter, und der Wunsch ist breit, und Leute an Bord zu bekommen von allen verschiedensten Gruppen, Herkünften und was auch immer. Also das soll möglichst breit sein, eben aus diesem Grund heraus zu sagen, das betrifft uns einfach alle. Alle, die hier leben, sind indirekt oder sehr direkt davon betroffen, weil Korruption ja auch zu Ungleichheiten führt. Also das betrifft dann oft Frauen, oft Menschen mit Migrationshintergrund, verschiedene Religionsgemeinschaften. Also was wir versuchen, ist auch alle anzusprechen. Es gilt auch die Einladung, für alle mitzumachen, solange sie halt selber eine weiße Weste jetzt haben oder saubere Hände haben. Ja, dann sollen sie bei uns mitmachen und mitwirken und forschen. Da wird es schon schwer, so wie man gesagt hat, so wie der Herr Haselberg gesagt hat. Man ist mit der Rechnung, wenn da wirklich jeder nur mitmacht, der da nie jagt. Ja, ich meine natürlich. Aber ich würde jetzt gerne noch vielleicht, um jetzt doch wieder auf das Thema zu lenken. Ich meine, der Aspekt Politikverdrossenheit spielt natürlich schon eine Rolle, der durch diese Vorgänge, über die wir eigentlich eingangs gesprochen haben,
ja, gestärkt sein könnte. Ja. Ich meine, ich halte jetzt durchaus schlüssig, dass es das Argument gibt, dass die anderen auch nicht besser sind und so weiter. Das hört man ja dann immer gerne am Stammtisch, ohne Zweifel. Aber führt dann vielleicht auch bei den bisherigen Unterstützern von Sebastian Kurz und Co., führt das dann zu einem verstärkten Gefühl von Politikverdrossenheit? Gibt es dann vielleicht viele, die dann sagen, sie wollen sich nicht mehr engagieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sie wollen aber auch nicht wählen, nicht mehr wählen vielleicht? Oder also ich glaube, ich kann es beantworten. Da wirklich diesen pessimistischen Zugang, dass man ich weiß nicht, Korruption, Kaltschnäuzigkeit, Lüge einfach als Standard akzeptiert und es ist dann quasi wurscht? Nein, aber wie gesagt, ich glaube, dass ich durchaus versuchen kann zu beantworten, nämlich mit Daten, Zahlen und speziell auch mit Fakten. Also beginnen wir es einmal so, die finanziellen Unterstützer von Sebastian Kurz, ja, die wenden sich meines Erachtens nicht ab, weil sie noch immer sagen, es war der beste Bundeskanzler aller Zeiten. Wie gesagt, nicht meine Worte, darf nur zitieren. Und da ist in der Republik etwas weitergegangen. Das ist das Erste. Was wir aber schon die letzten Monate, und das war auch noch weit vor der Veröffentlichung der ganzen Chats, gemessen haben, war, dass die Politikverdrossenheit generell zugenommen haben, dass viele gesagt haben, ich weiß gar nicht mit dem politischen Angebot der Spitzenkandidatinnen oder möglichen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in Österreich, wen soll ich wählen? Das heißt, bei normalen Nationalratswahlen in der Vergangenheit hatten wir eine Wahlbeteiligung von 74, 76, 80%. Das waren die letzten drei Wahlen. Ja? Und wir haben schon vor einem halben Jahr gemessen, dass man, wenn es gut gelaufen wäre, eine Wahlbeteiligung zusammenbekommen haben oder hätten von rund 2/3. Das heißt, viele Leute waren einfach angefressen, generell auf die Politik, und sind einmal in einen Wartesaal weggegangen. Da waren natürlich auch sehr viele ÖVPler drinnen, die aber nicht zu einer weiteren Partei, zum Beispiel zu den Neos oder zu den Grünen oder sagen wir mal so, die schon Brunbürgerlichen zur SPÖ, ja, gegangen sind, sondern einmal in diesem Wartesaal. Was ich jetzt aber bemerke, ja, dass sogenannte andere Parteien Stand heute, ich habe es mir knapp vor unserem Gespräch nochmal angeschaut, zumindest bei 7% in Österreich liegen würden, vielleicht sogar Richtung 8, aber einigen wir uns einmal auf 7. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, da ist sehr viel gerade im Fluss. Das heißt aber, dass die jetzt aus dem Wartesaal weggehen und zu möglichen potenziellen Parteien, die noch nicht im Parlament sind, gehen würden. Ob das jetzt MFG heißt, das haben wir sogar für die Kronenzeitung abgefragt, ja, die wären Stand heute im Parlament, ja, oder ob das irgendeine Linkspartei wäre, ja, auch das wäre möglich. Das heißt, ich würde sagen, dass zumindest eine neue Partei Stand heute, vielleicht sogar eine zweite Partei, die Chance hätte, ins Parlament einzuziehen. Also da sieht man die Verdrossenheit. Das heißt, die gehen nicht zu einer anderen. Natürlich gibt es Wähleraustausch zwischen den Parteien, sondern prinzipiell zu einer neuen Partei, wo ich aber noch nicht weiß, wie stabil Sande ist. Ist das vielleicht, weiß ich nicht, Stronach hoch 10, ja? Oder die Bienenzüchter, also natürlich ist das BZÖ aus Kärnten oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, also da, man weiß es nicht. Oder ist es eine, weiß ich nicht, eine Linkspartei oder sonst irgendwas. Also das ist alles durchaus möglich, ja? Wenn es zum Beispiel eine Linkspartei wäre, dann ist die ÖVP definitiv wieder Erster. Also das brauchen wir gar nicht diskutieren. Also das ist klar. Ja. MFG, ja, geht kaum auf Kosten zum Beispiel der Sozialdemokratie, sondern prinzipiell FPÖ-Kosten, teilweise auch ÖVP-Kosten und andere und Neos auch, spannenderweise. Aber da sieht man, dass die Leute nach Alternativen lechzen und ihnen ist wurscht, weil sie sagen, jeder ist besser und das Wahlprogramm muss nur sein, wir sind keine Politiker, das schreiben wir auf die Homepage auf. Wir machen das anders. Die würden wirklich gewählt werden, wenn ich dann noch vielleicht ein Medium oder vielleicht noch ein paar habe, die das zumindest die letzten 14 Tage unterstützen würden, dann wären solche Gruppierungen drinnen. Aber das muss ja ein Warnsignal sein. Ich bin schon ein Demokrat und neue Gruppierungen sollen ihre Chance haben. Aber generell muss es ja ein Warnsignal sein an alle 5 etablierten Parteien im Parlament, solche Entwicklungen, weil das gab es wirklich. Ich finde das sehr, sehr spannend, was Sie sagen, weil genau das habe ich mir nämlich die letzten Tage überlegt. Es wäre vielleicht auch für die gesamte Demokratie toll, wenn eine Partei ins Parlament
käme, die genau sagt, wir sind keine Politiker. Wir werden das, was zu tun ist am Tagesgeschäft, da werden wir uns schon unsere Experten holen, gibt eben genau. Kohle. Würde einziehen ins Parlament stand heute und die legen da immer gerne in der Öffentlichkeit aus dem Fenster und Triefer in der Regel. Ja. Deswegen darf ich ja immer Goschert und ein bisschen hemdsärmeliger kommentieren. Ja. Aber die würden es schaffen. Also ich werde dann meinen Gedanken, den ich nämlich genau in diese Richtung hatte, weiter verfolgen, also weiter spinnen. Wer weiß, vielleicht mache ich das noch. Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen auch ein gutes Gespür, nicht nur für mich selbst, sondern auch so, wie ich die anderen wahrnehme. Ich glaube, eines war ziemlich auch fatal, ja, was jetzt in Richtung Politikverdrossenheit geht. Und das werde ich ihm nicht vergessen. Und ich muss also auch sagen, irgendwie auch nie verzeihen, dem Werner Kogler, der uns 100-mal gesagt hat, mit der Türkisen-Schnösel-Truppe geht es sich nicht aus. Ja, das heißt, er hat vor der Wahl gesagt, es wird nichts mit denen. Ja, und ich bin mir sicher, das war ganz für ganz viele. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, das trifft im Übrigen auch auf andere zu. Natürlich, Parteien. Ja, aber das hat mich ganz, ganz hart getroffen. Ja? Dass ich mich nicht einmal auf das mehr verlassen kann, dass ich mich damals auf den Herrn Schüssel 1999 nicht verlassen konnte, der gesagt hat, ja, wenn wir Dritte werden, gehen wir in Opposition und dann Kanzler geworden ist. Gut, von dem habe ich mir nichts erwartet, vom Herrn Schüssel. Ja, ich erwarte mir auch nichts von der ÖVP. Aber vom Herrn Kogler und den Grünen habe ich mir dieses Mindestmaß an Anstand, den sie ja auch plakatiert haben, habe ich mir schon erwartet. Und ich denke, dass solche Sachen, das wirkt sich aus, ja. Oder, und es tut mir leid, dass ich das jetzt da in der Runde sagen muss, ja, also lieber Matthias, sorry, aber ich muss auch sagen, wenn die Frau Randy Wagner in der ZIP 2 sagt, naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann Bundeskanzlerin werde, dann ist das auch fatal. Ja, also ich bin gesessen vom Fernseher, ich bin sicherlich, weiß nicht, kein Politikberater und nichts, aber es gibt, vielleicht ist das aber gerade mein Vorteil, dass ich mal die Dinge sehe, wo ich mir denke, das kann es ja nicht sein. Ja? Also es gibt so viele Dinge, wo man einfach, wo man sich denkt, es ist ja wurscht. Ja? Ich habe die Grünen gewählt, weil sie mir gesagt haben, sie machen nichts mit der Türkisen-Schnösel-Truppe und was ist rausgekommen? Ja, die machen es doch. Naja, nicht. Ja, wäre ich dann ziemlich verdrossen sein. Und es ist ja nicht das einzige Baselstückchen, das mich verdrießt, sondern da gab es ja schon eine Historie, ne? Wenn man ein bisschen älter ist, dann kommt man ja von einem Verdruss praktisch in den nächsten. Ne? Also wundern tut es mich nicht. Und wie gesagt, danke noch einmal für diesen Hinweis, genau das mit dieser Partei, wir sind keine Politiker, schwebt mir im Kopf herum. Ich schicke Ihnen dann die Rechnung, aber erst, wenn Sie einziehen. Also ja, nein, wir brauchen ja Wender, das habe ich mir ja auch überlegt, wir brauchen ja Leute aus allen Bereichen. Also Wender könnten wir uns zusammentun. Wir sollten uns dann austauschen, vielleicht schicke ich Ihnen eine E-Mail oder so. Ne? Weil, warum nicht? Aber das wurde ja eigentlich genau probiert, oder, mit der Bewegung. Also das war ja mit der Bewegung. Naja, wie der Sebastian Kurz im Prinzip angefangen hat, wurde es ja mehr als Bewegung verkauft, aber doch nicht verkauft, aber doch nicht. Ja, das sage ich ja. Also deswegen, ich bin da voll bei Ihnen, Herr Hasenmeier, dass es ein Warnsignal sein sollte für alle Nationalratsparteien, wenn man sieht, dass einfach der Prozentsatz immer höher wird, für die zu einer anderen Partei gehen würden oder ja, also nicht nur nicht wählen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man als Nicht-Politiker eine Partei gründen kann und dann ins Parlament einzieht und dann nicht relativ schnell zum Politiker wird. Also das ist natürlich eine wahrscheinlich unlösbare Herausforderung, zu der man dann steht. Also zu diesem Plan halt. Ja. Womit sich ja auch wieder zeigt, dass, sage ich mal, politisches Engagement oder zivilgesellschaftliches Engagement, liebe Daniela, vielleicht dann doch einen Sinn hat. Und wenn an ich sage nie, dass heute, irgendwas ganz sinnlos ist, aber vielleicht die Wirkung, die man sich erhofft.
Ja, na, das ist in vielen Punkten sicherlich treffend. Und wenn heute, sage ich jetzt, eine neue grünliberale Allianz entstehen soll, kann das auch ein Ergebnis dieser Diskussion sein. Kommen wir Mach's vielleicht. Lieber bei unserer Initiative mit. Ja, genau. Und das alle natürlich. Zuhörer und Speaker hier. Das natürlich ist die gleiche Möglichkeit für Engagement. Genau damit bin ich aber jetzt bei noch einem anderen Thema, nämlich die Frau Bittner hat das jetzt ja schon angesprochen es wurde ja als Bewegung verkauft und so weiter und so weiter. Ich glaube, man kann durchaus die Einschätzung teilen, dass es da weniger um Weltanschauungen gegangen ist, sondern halt mehr um das Generieren und Sammeln von Wählerstimmen, ja, vielleicht durchaus ideologiebefreit, mutmaßlich auch skrupellos. Nachdem wir ja nicht aus den Erfahrungen zwar lernen wollen, aber das jetzt nicht gleich umsetzen wollen, möchte ich jetzt noch auf etwas anderes kommen, weil was natürlich auch sehr gelitten hat, und dann kommen wir auch noch zu den Publikumsfragen, ist die Legitimität politischer Institutionen. Es gab natürlich von der Gruppierung im Bundeskanzleramt einen Inner Circle, da wurde Leuten vermittelt, dass sie da dazugehören, sei es Politiker, sei es Manager in gewissen staatsnahen Bereichen wie der ÖBAG, sei es aber auch Journalisten, Medien, Aufsichtsräte. Wie kommen wir denn zu dem zurück, dass man diese Legitimität dieser Institutionen wieder stärken kann, dass diese nicht für eigene Zwecke oder den eigenen Nutzen verwendet werden, sondern dass deren Dasein doch in den Dienst der Allgemeinheit gestellt wird. Darüber hinausgehend Initiativen wie jene von Frau Bittner zu unterstützen oder allfällige Projekte, die vielleicht noch die Daniela entwickeln wird. Also Zirkel und Seilschaften, ja, die gab es in der Politik schon immer, sei es bei der ÖVP, den österreichischen Kartellverband, bei der Sozialdemokratie, die Freimaurer oder bei der FPÖ, die Schlagenden. Ja. Also das gab es immer und das wird es auch meines Erachtens weitergeben. Wie bekommt man mehr Vertrauen wieder dorthin, indem die Politik, speziell die Parteien, es schaffen, Leute anzusprechen, denen es nicht um 9.000 Euro brutto geht. Ja, 9.000 Euro brutto ist viel Geld. Knapp 9.000 Euro brutto ist nämlich ein Nationalratsgehalt mal 14. Das muss man einmal A, in der Privatwirtschaft einmal verdienen und B, wenn du aus unternehmerischer Sicht auch denkst, ja, mit den Lohnnebenkosten, dann kannst du das hochrechnen, auf wie viel du dann landest. Ja. Und ich sehe das Hauptproblem darin, dass wir sehr viele Abgeordnete haben. Ja, das sind sie immer alle base auf mich, weil da nehme ich jede Partei damit ein, die mit den Fingernägeln auf ihren Posten hängen, ja, weil es halt einfach klein ist, weil ich über irgendwelche Organisationen, über irgendwelche Bezirksgruppen dorthin gekommen bin, bei allen fünf Parteien. Ja, so, und wirklich gute Leute bekommst du kaum mehr in die Politik. Das ist ja das Hauptproblem, weil sie sagen, und jetzt will ich da keine Neiddebatte anstoßen. Ja, wie gesagt, 9.000 Euro brutto ist viel Geld, aber es gibt doch sehr viele, ja, die in der Privatwirtschaft, wenn sie wirklich erfolgreich sind, auch noch mehr verdienen. Und die sagen, warum soll ich mir denn das antun? Ja, dass ich quasi angerotzt werde, dass ich mich quasi nicht mehr da beißt sich die Katze in den Schwanz, nicht mehr von meinem Freund auf ein Mittagessen in Steiereck einladen lassen kann, weil wir das ja die letzten 20 Jahre immer gemacht haben. Jetzt bin ich Abgeordneter, wenn ich das mache, dann bin ich mit eineinhalb Beinen schon in der Korruption. Und viele andere, oder zum Beispiel bei Jägern, die sagen, jetzt habe ich bei dir 10 Jahre immer einen Rehbock oder einen Hirsch geschossen, wenn ich jetzt Abgeordneter bin und das tue, muss ich ihm zahlen, wenn ich es nicht mache, hängen sie mir auch irgendwo in den Innenhof, wenn sie das herausfinden. Das schreckt viele ab. Ja. Auf der anderen Seite muss es aber klare Transparenzregeln geben. Und deswegen glaube ich, dass wir nur es gibt meines Erachtens wenig Individualisten quer durch die Parteien, denen ich das wirklich abnehme, dass sie wirklich etwas bewirken wollen. Ja, die gibt es in allen Parteien, ich sehe die aber klar in der Minderheit. Ich sage Ihnen das ja immer ins Gesicht, das gefällt Ihnen nur nicht. Ja? Also da sind sie, wie gesagt, immer böse auf mich. Das heißt, viele
machen es einfach. Und es gibt in vielen Parteien, wo ich mir denke, auch in Wahlkreisen viel bessere, es hat gar nichts mit dem Alter zu tun, wo ich mir denke, Wahnsinn, ja. Nur, der könnte mir ja gefährlich werden, der könnte ja auf meine Position kommen, ja, und dann habe ich dieses Einkommen nicht mehr. Wie man es lösen, ist ganz schwierig, weil sich oftmals in den vielen Dingen, das in den Schwanz beißt, beginnt mit diesen Geschichten, die ich schon gesagt habe, und gehen dann hin, weil ich einfach abhängig bin wegen am Gehalt. Also das ist eine ganz schwierige Situation. Ich selber habe leider nicht die komplette Antwort, weil die hätte ich dann zumindest schon in 5 Parteien zumindest das Angebot. Liebe Daniela, liebe Frau Bittner, wie lösen wir es? Also ich möchte dazu nur ergänzen, das Konzept der Seilschaften, das ist ja auch keine Erfindung der Politik, bitte. Das hat man in jeder größeren Firma. Ja, absolut. Gibt es schon seit Ägypten, seit Rom. Ja, ja. So ist es. Das möchte ich jetzt nur festhalten. Ja, das ist ja keine Erfindung der Politik. Da ist mir jetzt übrigens dazu eingefallen, da habe ich eine interessante Studie gelesen, die, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat, nicht weiter verwunderlich ist. Ja. Und zwar hat sich herausgestellt, dass im Zuge der Covid-Krise waren ja ganz viele Mitarbeiter eben auf Homeoffice. Bei manchen, also manche eben nicht, aber ganz viele eben schon. Und wenn es dann um Beförderungen ging, dann wurden wesentlich öfters die genommen, die nicht im Homeoffice waren. Warum? Weil man sie jeden Tag gesehen hat. Man hatte mit denen Kontakt, die hat man jetzt vielleicht gar nicht wirklich als kompetenter gefunden, ja, oder als sympathischer oder sowas, sondern es ist einfach, den habe ich jeden Tag um mich gehabt, da habe ich gesehen, der hakelt was, wer weiß, was der im Homeoffice macht, an den denkt man auch doch gar nicht. Ja. Also das sind ja alles ganz normale menschliche ja, Sachen irgendwie. Und insofern, also so, dass das könnte man, sofern man es lösen kann, weil du eben auch gesagt hast, ja, ÖBAG-Besetzung und so weiter, könnte man auch nur natürlich letztlich so unterbinden, indem es entsprechende Gesetze gibt. Da haben wir aber wieder das Problem, dass diejenigen, die von den Gesetzen, von der aktuellen Gesetzeslage profitieren, vielleicht nicht das größte Interesse haben, diese zu ändern. Also ich außer es gibt irgendeine neue, tolle Partei aus Nicht-Politikern, die dann sagen, wir versuchen einfach das zu tun, was wir für richtig halten. Wir haben keinen Clubzwang, jeder macht, was er für richtig hält und stimmt entsprechend ab. Fürchte ich, werden wir innerhalb der Parteienstrukturen vielleicht nicht allzu viele Chancen haben. Ich wünsche es mir anders, nicht, dass die Frau Bittner wieder glaubt, ich bin irgendwie negativ, ich bin überhaupt nicht negativ. Ja. Im Gegenteil, ich glaube selbstverständlich daran, dass man etwas ändern kann. Ich glaube, ich bin halt nur ein bisschen realistisch auch, ja, aus meiner Sicht. Frau Bittner, wie ändern wir es? Ich glaube eh nicht, dass Sie jetzt nur negativ sind, aber ich versuche ein bisschen ein Gegenpol zu sein. Diese Hoffnung und diese Möglichkeiten, die wir haben, weil wir eben die Stimme erheben können und weil ich ja in der Zivilgesellschaft, in der organisierten Zivilgesellschaft arbeite und sehe, was das auch für Wirkungen haben kann. Ich glaube, es hat doch ein Kommentar, das habe ich jetzt nicht ganz gelesen, aber ich habe ein Stichwort auch gesehen, das wollte ich auch sagen. Und da werden Sie jetzt, Frau Kickl, wahrscheinlich wieder sagen, na ja, wen interessiert es? Aber Transparenz ist natürlich etwas, was Vertrauen schafft, auch wenn es nicht, wie gesagt, der Weisheit letzter Schluss ist. Aber das ist sicher mal was, wo man sofort schon mal was machen kann, auch wenn es die Parteien nicht wollen. Ich frage mich halt, wie viel Druck braucht es noch, jetzt auch an die Regierungsparteien gerichtet, dass da jetzt auch dementsprechende Rahmenbedingungen gemacht werden, auch Beispiele zu setzen und zu sagen, beispielhaft, machen wir jetzt X, machen wir jetzt Y, um zu zeigen, wir haben eben auch diesen Willen, da jetzt in die Gänge zu kommen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, die mir jetzt gerade entfallen ist. Muss ich jetzt kurz nochmal drüber nachdenken. Da wollte ich jetzt ein Beispiel wollte ich noch nennen. Aber tut mir leid, das habe ich jetzt vergessen. Kein Problem. Sie haben ja noch die Gelegenheit, das im Rahmen der Publikumsfragen dann zu ergänzen. Wir haben jetzt nämlich eine Stunde diskutiert. Ich würde jetzt die Publikumsfragen dran nehmen. Und dann haben Sie natürlich auch noch die Gelegenheit für ein Schlusswort nach deren Beantwortung.
Frau Bietner hat schon den Chat angesprochen. Wir haben ja über Mail, über Kommentare unter den verschiedenen Ausstrahlungen der Online-Veranstaltung und eben auch im Chat die Möglichkeit, ja Fragen zu stellen. Es ist eine Vielzahl von Fragen schon vorab eingegangen. Ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, die ein bisschen zu sichten und werde jetzt insbesondere die dran nehmen. Da bitte ich jetzt auch um Verständnis, auf die wir thematisch noch nicht eingegangen sind. Und zwar, ich nehme jetzt auch die zunächst dran, die ganz konkret an einen unserer Gäste gerichtet sind. Und zwar an die Frau Kiekel kam einmal die Frage, warum hat Ihr Cousin als erster von der Rot-Blau-Grün-Pinken-Vierer-Koalition gesprochen und hat wirklich der FPÖ-Klubobmann den von der ÖVP jetzt oft verwendeten Slogan Kurz muss weg erfunden? Also, lieber Fragende, Sie überschätzen wahrscheinlich meinen Kontakt zum Herbert. Der ist ja in dem Sinne nicht gegeben, nur weil ich schreibe ihm ja viele Briefe, aber er antwortet mir ja nie. Insofern kann ich das jetzt so nicht wirklich beantworten. Nein, das mit dem Kurz muss weg, glaube ich nicht, dass er das erfunden hat, weil wenn ich mich erinnere, da war ich nämlich überrascht, auf Twitter gab es den Hashtag bereits bevor der Herbie mit Kurz muss weg durch die Lande gezogen ist, was ich ja auch sehr lustig fand, insofern, ja, ich war ja bei ihm Minister, ja, also, und dass er dann nachher herumschreit, Kurz muss weg, ja, ist auch irgendwie lustig, ne? Also soweit mein Wissensstand. Okay. Ich glaube, diesen ideologischen Gegensatz haben wir ja schon einmal mit der Anne Mangold aufgeklärt. Also ich glaube, ja, das ist soweit bekannt, dass wir da nicht sehr nahestehend sind. Gut, dann habe ich an den Herrn Haselmeier auch eine, also mehrere eigentlich, aber ich nehme jetzt da eine heraus, nämlich sind die Überambitionierten auf Stimmenmaximierung angewiesen, um persönliche Machtfantasien zu befriedigen? Bezieht sich jetzt natürlich auf den Altkanzler. Kann durchaus eine Möglichkeit sein, ja, würde ich jetzt nicht verneinen. Ja. Okay. Gut. Und, weitere Fragen? Ich darf gleich die weiteren an Sie nämlich richten. Es gab ja auch die von Ihnen schon erwähnte Geschichte mit dem Vorhaben in Höhe von 1,2 Milliarden Euro Nachmittagsbetreuung für Kinder zu finanzieren. Mhm. Gab es eigentlich ähnliche Abstürze, nachdem Skandale bei Karl-Heinz Grasser oder Heinz-Christian Strache herausgekommen sind, die sich in Zahlen messen lassen? Danke, also ist dieser Absturz jetzt von Kurz vergleichbar mit dem, wie das bei den anderen jungen Dynamischen war? Also die ÖVP verliert derzeit circa ein Drittel ihrer Wählerinnen und Wähler von der Nationalratswahl 2019. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähnliche Zahlen gab es damals nur rund um den parteiinternen Streit BZÖ und FPÖ rund um Knittelfeld, ja, in den Nullerjahren, die vergleichbar sind. Ja. Aber das ist schon beeindruckend, dass man jetzt quasi wieder auf Augenhöhe mit der Sozialdemokratie in Österreich ist. Wie gesagt, letzte Woche haben wir das im Auftrag des Chefredakteurs Klaus Herrmann, der ist der Chefredakteur der Kronenzeitung Österreich, gemacht. Da käme, oder da ist rausgekommen bei 1500, das muss man in der heutigen Zeit dazu sagen, 26 Befragten online, ja, dass die ÖVP auf 26% kommen würde, die SPÖ auf 25, die Freiheitlichen auf 21, die Neos auf 11, die Grünen auf 11 und 7 schon die restlichen Parteien. Wir haben aber immer auch diese Woche eine Sonntagsfrage im Feld, obwohl es wir nicht veröffentlichen, weil wir die auch immer mitschicken bei unseren Befragungen. Also heute wäre es aus meiner Sicht hier nicht klar, und nicht seriös zu sagen, wer Erster wird, das heißt, die ÖVP verliert dann noch weiter. Ja. Also das könnte die SPÖ sein, das könnte die ÖVP sein, das ist wirklich Kopf an Kopf. Eine ähnliche Situation ist hinten zu sehen zwischen dem Vierten und dem Fünften, also zwischen den Neos und den Grünen. Ja. Auch hier ist es Kopf an Kopf, wer die Nase vorne hat, mit leichten Vorteilen vielleicht für die Neos. Ja.
Und die FPÖ, sofern es keine impfkritische Partei geben würde, wäre klar wieder einen Zweier vorne, nämlich mit 21%. Ja. Wenn es dort was geben würde, dann würde man runterrutschen, zumindest auf 18, wenn nicht sogar auf 17. Also das ist spannend. Also vergleichen nur damals vor knapp oder vor über 15 Jahren mit der Geschichte BZÖ. Dann habe ich noch aus dem Chat was, auch die Frau Bittner. Stichwort Verankerung von Transparenzregeln. Und zwar, wie kann jetzt neben dem Regierungsprogramm, wo ja nur das Informationsfreiheitsgesetz vorkommt, diese Antikorruptionsgesetzgebung, wie Sie sich das vorstellen, umgesetzt werden? Glauben Sie, kommt es da zu einer Fünf-Parteien-Einigung? Wenn ja, wie kann man das befördern? Ja, also wir haben gestern unsere drei Forderungen veröffentlicht und auch Ende letzte Woche an die Nationalratsparteien an alle fünf übermittelt. Und da ist eben einerseits neben der lückenlosen Aufklärung aller Fälle und ein respektvoller Umgang mit der Justiz und den Umsetzungen des Antikorruptionsvolksbegehren, also den Vorschlägen dessen, die dritte Forderung, dass das Ganze unabhängig vom Regierungsprogramm geschehen muss. Sprich, was auch immer man sich im Regierungsprogramm geeinigt hat, im Informationsfreiheitsgesetz, Abschaffung Amtsgeheimnis, alles, was darüber hinaus auch geht, sollte jetzt auf jeden Fall dringend umgesetzt werden. Und wir wissen jetzt von zwei Oppositionsparteien, von den NEOS und von der SPÖ, dass die das auch unterstützen und die auch sagen, dass sie da mitgehen. Wir gehen halt jetzt natürlich in die Gespräche auch mit den anderen drei Parteien, um hier eine Einigung zu haben, weil um auch die Juristinnen und Juristen des Volksbegehren zu zitieren, das ist das, was das Volksbegehren jetzt sagt, bis Ende des Jahres alles umzusetzen, was im Regierungsprogramm drinsteht und dann 2022 als Fokusjahr Kampf gegen Korruption zu nehmen. Wir drücken halt noch mehr auf die Tube und sagen noch schneller, noch eher. Aber das muss jetzt einfach Priorität haben. Und deswegen haben wir es uns auch ein Fünf-Parteien-Konsens genannt, unsere Forderung. Gut, dann habe ich noch eine Frage an den Herrn Haselmeier. Und zwar, weil jetzt schon diese Ein-Thema-Parteien angesprochen wurden oder neue Parteien. Wie sehen Sie die Chance, dass eine Antikorruptionspartei das Meinungsbild in der Öffentlichkeit positiv bereichern könnte? Und wie wären die Chancen, dass so eine Partei ins Parlament hineingewählt werden würde? Also ich glaube, dass die Chancen auch für so eine Partei durchaus intakt sind. Da hängt aber dann sehr viel mit, wie ist das Social Media Management, wäre dann mit dabei bei so einer Bewegung. Ja, Partei würde ich es ja fast gar nicht nennen. Ja. Und habe ich zum Beispiel auch ein Medium online oder zumindest im Print, das mit unterstützen würde, dann hätte so etwas schon auch Chancen. Eine Gefahr sehe ich schon noch, also wie gesagt, ich habe von diesem Potenzial, von diesen 7% auch gesprochen, bei unseren Zuseherinnen und Zusehern, wenn jetzt zu viele kämen, ja, weil jetzt alle auf die Idee kommen, ja, da ist ein Potenzial da, was definitiv ist, ja, und du plötzlich dann 7, 8 Parteien hättest, ja, die ist sogar dann auf den Stimmzettel, das ist ja auch nicht so leicht, weil da muss ich ja auch Unterschriften sammeln, die Leute müssen sich ausweisen, entweder beim Magistrat oder in den Gemeinden, ist ja auch nicht so einfach, weil in kleineren Gemeinden, da kennt dich halt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister und sagt, ja, du kommst aus einer sozialdemokratischen Familie oder du kommst aus einer konservativen Familie oder aus Kärnten, du bist da blauer und jetzt unterschreibst du die anderen. Also diesen Druck gibt es natürlich. Ja. Also wenn die das schaffen würden, dann würden sie sich ja die Stimmen wegnehmen. Wenn das nur 1, 2 wären, hätten sie gute Chancen. Und vor allem, wenn die mediale Begleitmusik zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, in Wien Wochenzeit von der Falter, könnte man vorstellen, die Pro7-Sat1-Gruppe, ja, mit Puls 4 und Puls 24 ATV. Und wenn ich natürlich es schaffen könnte, die Kronenzeitung Österreich, ich weiß, es ist gerade nicht so einfach mit UE24, oder auch heute davon zu überzeugen, dann wäre ich fix. Okay, dann habe ich noch ein paar Fragen, die an alle gerichtet sind, also jedenfalls nicht an irgendjemanden speziellen. Angemerkt, und da ist noch was zu den Transparenzregeln. Zum Beispiel, wenn die SPÖ in Wien etwas für die Transparenz machen möchte, wie sehen dann diese transparenten Regeln zum Beispiel für die Medienförderung aus?
Förderungen nicht nach Auflagenhöhe vergeben, sondern nach Themen wie zum Beispiel Frauenförderung, Förderung von benachteiligten Gruppen. Wie könnte man dann zeigen, wie man so eine Medienförderung umsetzen könnte? Ich glaube, die wird es definitiv nicht in diesem Ausmaß geben, nämlich auf Inhalte definitiv nicht. Wenn, dann muss ich ja etwas Messbares machen, weil dann könnten natürlich Medien hergehen und sagen, naja, wir machen jetzt so schöne Geschichten oder so gute Reportagen, deswegen wollen wir das Geld jetzt auch bekommen. Also meines Erachtens, wenn man das macht, ja, kann man das nur an die Leser zahlen, die natürlich im Print in vielen Bereichen zurückgehen, koppeln und natürlich auch mit den Online-Zugriffszahlen. Ja. Anders, dass man sagt, naja, man macht das vom Inhalt und je besser der Inhalt, wer entscheidet das? Ich kann das jetzt gut finden. Ja, also da haben jetzt schon ein paar Leute in den letzten Tagen und Wochen Vorschläge gemacht, die vielleicht noch nicht perfekt ausgearbeitet sind, aber man kann schon wie in vielen anderen Bereichen objektivierbare Kriterien einführen. Das kann anfangen von, wie ist der Anteil an investigativem Journalismus in einem Medium, wie ist die Diversität in diesem Medium, gibt es eine Nachwuchsförderung, wie innovativ ist dieses Medium. Möglichkeiten gibt es schon, aber ich sage, will eine Schwarze, sie ist wahrscheinlich jetzt wieder schwarz oder sie war immer schwarz, Landeshauptfrau Mikl Leitner in Niederösterreich oder der Michael Ludwig, roter Bürgermeister in Wien, wiedergewählt werden, ja, dann machen sie es nicht. Weil ich glaube, dass die Stärke von anderen Medien her, dass sie das einfach nicht zulassen. Aber wenn wir darüber reden, wie es aussehen könnte und wie es sein sollte, dann ist es nicht zuträglich, davon zu sprechen, wer das möchte. Ob das jetzt eine Landeshauptfrau in Niederösterreich will oder nicht. Es geht einmal darum, dass wir einen Prozess anstoßen und es ist das perfekte Zeitfenster, auch über das zu sprechen. Dann muss man halt mal Vorschläge auf den Tisch legen und dann dementsprechend auch weiterarbeiten. Ich verstehe schon, in der Realpolitik hängt es dann davon ab, wer stimmt dann ab und wer sagt dann ja, wer sagt dann nein. Aber um irgendwie mal den ersten Schritt zu machen, muss man halt mal überlegen, welchen Kriterienkatalog kann ich entwickeln, dass ich eine Medienförderung auch dementsprechend vergebe. Und das ist ja gerade bei den Medien eklatant. Also die Medienförderung im Verhältnis zu der Inseratenvergabe, das sind Millionenbeträge unterschiedlich. Wenn ich mich nicht alles täuscht, ist die Parteienförderung und die Medienförderung, sind die gleichzeitig und die angefangen. Und das ist einfach so auseinandergegangen. Und das ist auch, um zum Thema Vertrauen auch zu kommen, das wäre zum Beispiel was, wo die Politik jetzt wirklich Gas geben könnte, damit man da noch sagen kann, Medien, vierte Gewalt, stellen saubere Beine, machen wir gescheit. Und das wäre zum Beispiel wirklich ein erster richtig großer Schritt, der getan werden kann. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich arbeite natürlich sehr eng auch mit Medien, mit den verschiedensten zusammen und das Spannende ist auch, mir gelingt auch dieser Spagat mit Medien zusammenzuarbeiten, die in Wirklichkeit auch in Konkurrenz zueinander stehen. Ich glaube, das ist auch durchaus einzigartig, wenn man nämlich auf der einen Seite für Medium arbeitet, das Tierre zum Beispiel kehrt und auf der anderen Seite für ein Medium arbeitet, das in der Mediaprint ist oder um hier auch Namen zu nennen. Ja. Ich denke halt nur, dass das äußerst schwierig wird, weil ich ja, ich sage jetzt nur vom Hörensagen her, auch viele Chefredakteurinnen und Chefredakteure kenne, die dann sagen, ja, aber wir haben aber nicht so viel gekriegt wie ihr und wir wollen auch was haben und so weiter. Also die Realpolitik sieht in diesem Land definitiv anders aus. Ja? Und ich denke, wenn man die großen Medienhäuser damit nicht einbindet, ja, dann ist es meines Erachtens auch zum Scheitern verurteilt. Ja? Man sagt ja nicht, dass man es nicht einbindet, aber das ist ja auch unser Steuergeld, was da vergeben wird. Ja? Und da haben wir doch auch ein Recht, doch mitzureden, zu sagen, okay, wie wird das vergeben und dass das nach gewissen Kriterien vergeben wird. In der Landwirtschaft haben wir auch ewig immer die Diskussion auf europäischer Ebene, wie viel geht in die erste Säule der gemeinsamen Agrarpolitik, wo es nur noch Fläche gibt. Aber sind Leserzahlen nicht transparent? Dass ich sage, wenn ich viel Auflage habe, dann kriege ich halt mehr, weil ich mehr Leute, ich komme aus der Marketingbranche ursprünglich, ja, und auch da habe ich, bevor ich jetzt Meinungsforschung die Jahre davor gemacht habe, das viele, viele Jahre gemacht, könnte ich ja sagen,
Ich mache das nach den Seherzahlen, ja? Oder ich mache das nach den... Wie ist es transparent? Aber transparent ist ja jetzt nicht immer die einzige Lösung. Es ist, transparent ist wichtig und ist ein Fundament und ist ein Grundding, das wir brauchen. Gut, habe ich gesagt. Ja, aber darf ich ganz kurz was dazu sagen? Diese Kriterien, nach denen man das vergeben könnte, die habe ich gestern auch in der ZIP 2 gehört. Das war das Gleiche. Ja, Diversität und Nachwuchsförderung und so weiter. So, ich sage jetzt einmal, nach diesen Kriterien würde zum Beispiel die Emma in Deutschland überhaupt nichts bekommen. Dort arbeiten nur Frauen, das heißt, es ist nicht divers, außer ich behaupte jetzt, dass nur Frauen divers sind, was wieder total ungerecht gegenüber Männern wäre. Ja, und ich glaube, Nachwuchs haben die auch keinen. Soweit ich weiß, die ganzen Redakteurinnen sind etwa in meinem Alter, die sind alle um die 50. Ich sage jetzt einmal irgendwas zwischen 40 und 60 wahrscheinlich. So. Und ist die Emma deswegen irgendwie auch nur annähernd irgendwie vielleicht keine wertvolle Zeitung? Nein, ganz im Gegenteil. Ja. Also da fängt es ja schon mal an, dass diese Kriterien, das sind immer diese schönen, das sind so schicke Schlagworte, ja, nein, Diversität und so weiter. Ja, nein, es ist aber nicht durchdacht. Es ist ja nicht durchdacht offensichtlich. Aber es liegt ja auch kein fertiger Kriterienkatalog am Tisch. Aber so wie wir es jetzt haben, nach einer Aufstärke, ist natürlich eine Gratiszeitung wesentlich bevorzugt. Ich sage nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, aber das ist zumindest messbar. Aber ich denke, auch über diese Kriterien sollte man, wenn man sich schon welche überlegt, dann sollte man sich welche überlegen, die tatsächlich eine gewisse Fairness. Natürlich. Allein diese beiden Kriterien könnte ich mit dem Beispiel Emma sofort einmal wegtun. Und ich würde auch nur Vorschläge von der Emma. Ja? Das würde mir fehlen, wenn es die Emma nicht gäbe. Ich habe keine Ahnung, wie die in Deutschland finanziert werden, muss ich auch dazu sagen. Aber ich kürze das jetzt ungern ab. Ich sage nur dazu, dass es genau zu diesem Themenkomplex eine eigene Diskussion geben wird. Aber ich bin jetzt noch nicht ganz bei den Veranstaltungshinweisen. Auf das werde ich nämlich dann auch noch hinweisen. So, dass mit die Frage, die per Mail noch kam, mit zentrale Werte der Grünen, politische Sauberkeit, Kampf gegen Korruption hatten wir schon. Aber eine Frage, die da noch übergeblieben ist, die wir tatsächlich noch nicht angesprochen haben, bezieht sich auf den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Und zwar gibt es da die Frage an Sie, wurde die Forderung der Grünen nach einer untadeligen Person für das Kanzleramt durch eine adelige Person für das Kanzleramt von der ÖVP erfüllt? Ja, der Schmäh rennt. Ne? Das mit dem untadelig, mit das T da wegkommt. Ja, also das, wie soll man sagen, Herr Schallenberg, das ist, ich habe dieses Cover vom Profil von letzten Sonntag, das habe ich ja ganz wunderbar gefunden. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, ne, das war dieses Gesicht, das ist eine Mischung aus Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg war. Ja, also meine persönlichen Erwartungen an den Herrn Schallenberg sind nicht da. In dem Sinn, ich erwarte mir nichts von ihm, außer dass er halt brav weitermacht, was halt der Basti auch gemacht hätte. Er ist halt ein anderes Gesicht damit. Gut, ich darf an der Stelle nur, falls es nicht alle gesehen haben, gut, dieses Cover einblenden. Also ich grätsch da gleich mal rein. Untadelige Person, diese Forderung der Grünen wurde meines Erachtens mit Schallenberg schon erfüllt. Das eine ist aber dann doch noch, dass er zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, wir wissen es eh alle, wo auch keine Journalistinnen und Journalisten fragen, zugelassen waren, kann man machen, muss man nicht machen, gesagt hat, ich werde ganz eng mit ihm zusammenarbeiten und das, wo schon auch wirklich Medien ihm kritisieren, der politische Mitbewerber ihm kritisieren als Schattenkanzler oder nur als Marionette. Also das hat er verstärkt. Hätte er dort gesagt, schauen Sie, ich habe ein enges Verhältnis mit Sebastian Kurz, das werden Sie verstehen. Und dann sagt, jetzt ist wichtig für Österreich, wir arbeiten, machen das und den Rest mit die unabhängige Justiz klären, nehme ich ja durchaus auch schon speziell beim politischen Mitbewerber einigen Wind aus den Segeln. Er hat sich für was anderes entschieden, das fand ich äußerst spannend, ja. Und das im Parlament mit der Beate Meinl-Reisinger, wo er die 104 Seiten am Boden gehabt hat, gut, dafür hat er sich entschuldigt auf Twitter. Ich glaube, das ist ihm einfach in der Hitze des Gefechts passiert, ja. Aber das darf dann halt dann auch nicht passieren, wenn ich eh schon so im Fokus bin, wenn es keine Schonfrist
gibt, ja, und dann darauf betone, weil noch einmal, wir wissen nicht, was noch kommen könnte, ja, und hier hätte er durchaus eine gewisse, zumindest in der Öffentlichkeit, eigenständigere Linie fahren können, ja, als sonst umsonst macht das Profil ja auch nicht solche Cover-Stories, ja, in Wirklichkeit, und so ein Cover-Bild, ja, und das spiegelt es in Wirklichkeit wieder. Also ich glaube, da ist einiges schief gelaufen, bereits beim Antritt. Ja. Dennoch würde ich ihn nicht abschreiben. Also wie gesagt, also hängt ganz stark an den Grünen. Ja. Die sind halt machtverliebt. Das ist halt so. Das ist ja voll in Ordnung. Finde in der Republik. Und die eine und der andere will wirklich was umsetzen. Auch das ist ja auch sehr positiv. Das heißt, wenn man wirklich ins Arbeiten kommen würde und nicht so viel aufpoppt, ja, dann kann die Pendeluhr ganz schnell wieder eine andere Richtung ausschlagen im Jahr 2022, alternativ Neuwahl. Okay, ja, aber die ganze, grün-türkise Koalition war ja nicht fraktionsfrei. Das müssen wir uns ja auch nur kurz. Da hat es ja genug Querelen gegeben, zu Recht oder zu Unrecht. Ja, also natürlich, aber der Parlamentsklub hat immer, man darf eines nicht vergessen. Das eine ist die Basis, ja, der Grünen. Ja. Ja, die tickt komplett anders als der Kader. Ja. Alles andere stimmt schlichtweg nicht. Also, oder viele, darf man nicht wieder alle in den Topf werfen, sonst wäre wieder geschimpft. Ja. Aber wie gesagt, die Basis tickt einfach anders als dann der Kader, und die Wiener Grünen ticken noch einmal anders, ja, als zum Beispiel die Kärntner. So, ich möchte jetzt im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit noch eine Publikumsfrage dran nehmen, eine letzte. Und zwar kam auch aus dem Kommentarbereich, die ist jetzt an die Frau Bittner, weil sie sich ja auch für soziale Gerechtigkeit und die Bewältigung der Klimakrise einsetzen. Glauben Sie, dass durch die Ereignisse Sebastian Kurz die finanzstarken Spender verlieren wird, sodass nicht mehr finanzstarke Interessen in Österreich durchgesetzt werden? Sehen Sie das optimistisch? Naja, ich denke mir, genau durch diese Nähe zwischen Unternehmen und der Politik und auch den Parteispenden und das, was wir ja in Ibiza dann gesehen haben, und durch Ibiza ist ja auch ein neues Parteienfinanzierungsgesetz gekommen, was sicher schon mal ein erster Schritt war. Und ich hoffe, dass die Fälle, die jetzt passiert sind, zu weiteren Schritten führt, dass man eben zum Beispiel die Prüfkompetenzen des Rechnungshofs erweitert und da auch eben nicht nur Transparenz, sondern auch mehr Kontrolle schafft bei der Finanzierung von Parteien, und dass sich da dann schon was bewegt, so wie ich glaube, Juli Anschober in einer Diskussionsrunde gesagt hat, jede Krise hat doch eine Chance. Also insofern hoffe ich natürlich schon, dass sich da was verändern wird und auch verändern muss, weil jetzt auch gerade im Umweltbereich, wir haben halt oft Unternehmen, die, wie soll ich sagen, jetzt nicht die Vorreiter sind bei Umwelt und Klima, und die dann aber dann die sind, die Spenden großteils auch wieder vergeben an Politiker. Und wir haben es ja in dem Public Affairs oder Lobby-Handbuch der Novomatic, stand es ja auch drinnen, am besten schreiben Sie das Gesetz schon vor und legen es dem Abgeordneten hin, dann geht es überhaupt am besten. Ja, dass solche Dinge, durch das, dass es jetzt passiert ist, dass das halt aufgedeckt wird und sich da dann auch Dinge verändern, das ist schon eine Hoffnung. Aber ich glaube, der Weg hin, dass es dieses Ungleichverhältnis auch zwischen Multis und kleineren Unternehmen, zwischen Otto Normalverbrauchern, sag ich mal, da muss noch viel passieren auch. Okay, gut, bevor Sie dann noch jetzt gleich die Gelegenheit für ein Schlusswort bekommen, wir konnten natürlich heute nicht alles besprechen, was es in diesem ganzen Komplex zu besprechen gilt, daher auch die Hinweise auf zwei Veranstaltungsangebote. Bereits morgen, das ist eine Hybridveranstaltung, da sind alle Gäste in Wien. Es wird dann auch eine Aufzeichnung geben für die, die nicht dabei sein wollen und können. Unter dem Titel Wer zahlt, schafft an, geht es eben über Message Control, Medienkorruption und eben eine neue Form der Presseförderung. Da wird unter anderem dabei sein Eva Konzett, die Leiterin der Politikredaktion bei der Wochenzeitung Falter, Hubert Sickinger, der Politologe ist Experte für Parteien- und Politikfinanzierung, und es wird noch dabei sein Kai-Jan Kreiner, der Fraktionsführer der SPÖ im Ibiza-Untersuchungsausschuss, wahrscheinlich auch im neuen ÖVP-Ausschuss. So, und gleich nach den Herbstferien, in den Herbstferien machen wir eine kleine Pause, geht es dann weiter unter dem Titel Machtmissbrauch verhindern.
Da geht es um das beschädigte Vertrauen in die Politik und die Stärkung von Rechtsstaatlichkeit. Und da stellen wir etwas vor, was heute jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, nämlich das Antikorruptionsvolksbegehren. Und da wären Proponentinnen und Proponenten desselben, nämlich die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Gries, der Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer und der Buchautor und Richter Oliver Scheiber dabei sein. Also da werden wir noch die Gelegenheit haben, das ein oder andere, was wir heute schon diskutiert haben, weiter zu vertiefen. So, ich darf mich jetzt bei unseren drei Gästen bedanken, aber ich entlasse Sie nicht in den Abend ohne Ihr Schlusswort, ohne Ihren Appell, den Sie gerne für eine saubere Politik, für freie Medien, eine unabhängige Justiz, eine starke Zivilgesellschaft und Gesellschaft und vielleicht auch für eine Rückbesinnung auf Ethik und Moral in der Politik den Zuschauerinnen und Zuschauern gerne mitgeben möchten. Wer möchte beginnen? Ich würde sagen, Ladies first, ich bin der Letzte. Gut. Daniela oder Frau Bittner, wer möchte beginnen? Ich fange gerne an. Bitte. Also mein Appell, wenn ich einen kleinen Appell geben darf, ist nicht immer nur auf die anderen zeigen, was die alles falsch machen, sondern wenn es geht, auch bei sich ein bisschen selber anfangen. Man ist dadurch Vorbild und ich glaube, das ist in Wahrheit das Wichtigste. Ja. Es nützt ja nichts, wenn ich immer sitze und über alles jammere, ja, und auf die anderen mit dem Finger zeige und dann in Wahrheit das entweder gut heißt oder vielleicht sogar selber macht. Stichwort eben brauchen es eine Rechnung. Ja, dann brauche ich mich dann, oder zumindest darf ich mich dann nicht wundern, wenn die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist mein Wort zum Abend und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Danke, Daniela. Frau Bittner? Ja, meine Zusammenfassung und mein Schluss oder mein Appell ist, dass mir total wichtig ist, dass man sieht, dass Korruption uns alle betrifft, also dass das einerseits, wie unsere Steuergelder verwendet werden, ob wir Umweltprobleme und unsere Klimakrise lösen können oder nicht, weil Korruption und Umwelt ganz eng zusammenhängen, Korruption soziale Ungleichheiten verschärft und dass das echt bis in unseren direkten Alltag runtergeht und deswegen wir da alle auch gemeinsam aufdecken sollen, auch uns selber an der Nase nehmen, da kann ich mich auch anschließen, was die Daniela Kickl gerade gesagt hat. Und der Appell jetzt an alle da draußen ist, gerne bei uns mitmachen. Unsere Kontaktdetails findet man unter sauberehände@ae.org. Und an die Politik, an die Regierung, an die Abgeordneten möchte ich einfach richten, dass die wirklich so schnell wie möglich anfangen sollen, hier Rahmenbedingungen zu schaffen. Insbesondere vielleicht, dass ich drei Dinge rausstreiche, weil das halt auch unsere nächsten Wahlen betrifft, dass alles, was die Medienförderung und Inserate betrifft, da aufgeräumt wird, dass die Wahlkampfgrenze streng sanktioniert wird, wenn sie überschritten wird. Und das Thema Amtsgeheimnis und Informationsfreiheitsgesetz, das sollte ja schon am Tisch liegen, dass man das jetzt wirklich ruckzuck auch umsetzt. Vielen Dank, Herr Haselmeier. Und auch vielen Dank, Entschuldigung, ich muss mich natürlich auch bedanken für die Einladung und war eine sehr spannende Diskussion. Zuerst ein allgemeiner Appell zur Politik, also lassen Sie sich von den ganzen Skandalen und von den Geschichten, die es vielleicht auch noch in den kommenden Wochen wird, nicht entmutigen, es sind nicht alle so, ja. Gehen Sie trotzdem zu einer Wahl, auch wenn Sie vielleicht manchmal nicht wissen, wen sie wählen würden. Ja. Wichtig ist, dass sie ihre Stimme abgeben und dass sie sich nicht abwenden. Da wir hier aber auch beim BSA zu Gast sind, auch einen Appell an die SPÖ-Wählerinnen und Wähler. Ja. Man sollte vielleicht einmal beginnen nachzudenken, dass man mit einer Stimme sprechen sollte. Also das wäre ja mal eine Grundvoraussetzung. Ja. Keine Querschüsse aus den Bundesländern. Ja. Tut man es nicht, stärke ich in Wirklichkeit nur den politischen Mitbewerb. Und ich weiß schon, ja, man ist vielleicht nicht immer einverstanden, was oftmals eine Parteispitze auch macht. Ja. Das war aber in Deutschland auch so. Hat der Herr Scholz, der wahrscheinlich auch Bundeskanzler wird, auch am Parteitag einer über die Rübe kriegt. Ja. Sage ich jetzt einmal, der ist nämlich gar nicht gewählt worden. Ja. Und konnte jetzt
gestalten. Also auch hier mit versuchen, auch wenn es manchmal schwer fällt, ja, und auch wenn man sich manchmal auch reißt, mit einer Stimme zu sprechen, ja, an einen Strang zu ziehen, innerhalb einer Partei, innerhalb auch einer Bewegung, aber auch mutig intern über gewisse Themen sprechen, wie zum Beispiel eine Franinski-Doktrin. Man kann, verstehe ich, wäre jetzt auch eine Diskussion, wie wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde noch weiterführen könnten, kann ich gutheißen, muss ich nicht gutheißen. In den Umfragen sind mehrheitlich die SPÖ-Wählerinnen und Wähler gegen diese Franinski-Doktrin. Also das kann ich Ihnen auch mitgeben, weil ich liefere mich in Wirklichkeit auch einer Partei aus, weil ich de facto eventuell nur eine linke Mehrheit habe oder mit der ÖVP, aber keine weiteren Optionen. Eine Volkspartei kann auf jeglicher Art und Weise das Klavier spielen und dann wäre ich einfach scheibchenweise geteilt. Wie gesagt, inhaltlicher Natur könnte man jetzt eine Stunde streiten mit Freiheitliche und Co., aber auch hier sollte man zumindest intern klar darüber sprechen. Ich würde sogar empfehlen, also wie gesagt, das intern zu diskutieren und offen zu sein, ob man das nicht auch über Bord wirft, wenn man Erster wird. Schönen Abend, danke für die Einladung. Vielen Dank. Ja, wir geben auch gerne das an eine uns durchaus ja nahestehende wahlwerbende Gruppierung, wie das immer so schön heißt, weiter. Liebe Daniela, ich habe das auch nicht als Grund für eine Entschuldigung gesehen. Ich habe dieses ZIP2-Interview ähnlich gesehen wie du. Das aber nur von meiner Seite. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ursula Bittner, bei Daniela Kickl und bei Christoph Haselmeier für die spannenden Beiträge bedanken, für die Zeit, die sie uns heute gewidmet haben. Und ich möchte gerne die Diskussion mit zwei Gedanken schließen. Mir ist zwar, als ich den Brief der Minister gelesen habe, als die ÖVP-Mitglieder der Bundesregierung erklärten, dass sie nur unter Sebastian Kurz in der Bundesregierung bleiben, ist mir zwar Margaret Thatcher eingefallen, die mal gesagt hat, es stört mich nicht, was meine Minister sagen, solange sie tun, was ich ihnen sage. Aber ich möchte es mit zwei anderen Gedanken schließen, nämlich zu den letzten Tagen. Marie von Ebner-Eschenbach hat geschrieben, Eitelkeit ist mächtiger als Scham. Und Erich Kästner hat geschrieben, die Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. In diesem Sinne danke ich nochmal unseren Gästen für die Teilhabe. Vielen Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal in hybrider oder in Online-Form und gerne dann später auch wieder in Präsenz. Schönen Abend, vielen Dank, bleiben Sie gesund. Schönen Abend. Schönen Abend, Wiedersehen.